Ja, hallo da draußen im YouTube-Land. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute geht's mal in diesem Video um was ganz anderes. Denn Samstag ist Baumarkttag. Keine Angst, ich schleppe euch jetzt nicht stundenlang durch den Baumarkt, aber da war ich heute mit meiner lieben Frau. Eigentlich wollten wir Farbe kaufen, aber Farbe haben wir dann nicht gekauft, denn die Auswahl hat meiner lieben Frau nicht gefallen. Dann bin ich ein bisschen rumgestromert, habe Schrauben gefunden und was ich eigentlich kaufen wollte, war ein neues Schloss für eine der Zimmertüren. Habe ich auch gefunden. Ja, und viele schöne Sachen gibt es im Baumarkt. Ich denke mal, der eine oder andere von euch geht da sicherlich auch hin. Ja, am Ende haben wir dann doch eine Menge gekauft, was wir erst gar nicht kaufen wollten. Wie ihr seht, da drin, da ist das Schloss. Dafür bin ich da eigentlich hingefahren. Aber ich denke mal, alles, was wir gekauft haben, war sinnvoll. Und als ich den Baumarkt verließ, ja, dann habe ich das hier entdeckt. Einen Sammelcontainer für Elektroschrott. Weiß nicht, ob ihr sowas auch habt bei euch. Nachhaltigkeit, na, sieht für mich anders aus. Da bringt Hans und Franz seinen Krempel hin, schmeißt das da rein. Ich meine, ob das bei Hornbach mal gekauft wurde, ich glaube eher nicht. Aber ich habe da auch mal geguckt und wurde fündig. Tja, und das ist das hier, dieser kleine Haufen. Den habe ich in die Lade geschmissen. Und wir fahren jetzt zusammen nach Hause und gucken mal, was das genau ist. Weggeworfen wurde ein Teac MCD 800 in Kirsche. Das ist die Ausführung, gibt es auch in Schwarz. Ein Turntable Audiosystem. Ich habe mal geguckt, was sowas kostet, wenn man es neu kauft und wurde so zwischen 499 oder hier das billigste 282 Euro angeboten. Tja, doch eine Menge Geld für so ein Gerät und was hat das? Es hat einiges zu bieten. Es ist nicht nur ein Turntable, es ist auch integrated mit CD, UKW, Mittelwelle. Das gucken wir uns gleich mal genauer an. Und erstmal geht es natürlich daran, den Fehler zu finden. Warum hat jemand dieses feine Gerät, was optisch doch noch ganz gut in Schuss ist, keine Macken hat? Ja, hier hinten sehen wir mal die Eingänge, Antenne, Line-In, Line-Out, Speakers, 8 Ohm kann man da anschließen. Ja, wir gucken mal, was da kaputt ist. Es ist zwar Tokio, Japan, aber made in China. Erstmal werdet ihr Zeuge, wie man es nicht schafft, einhändig ein Lautsprecherkabel anzuschließen. Da habe ich mal die Kamera dann hingelegt und dann wurde da auch was draus. Ja, da muss man noch was reinstecken und zwar ein Antennenkabel. Das habe ich mir mal von oben geholt, um das Radio auszuprobieren. Das muss ja auch sein. Schönes Antennenkabel, damit UKW empfangen werden kann. So, und jetzt gehen wir mal endlich ans Testen. Da sieht man das von vorne, Stecker reingesteckt. Auf jeden Fall erscheint da gleich mal eine Uhr. Die Uhrzeit stimmt nicht, aber dazu später mehr. Aha, eingeschaltet und man hört, außer Brummen, nix. Das habe ich mal leiser gemacht. Auf jeden Fall war das die ganze Zeit Bestandteil dieses Tests, dieses Brummen. Das ist also scheinbar der Defekt und deshalb hat diejenige oder derjenige das Ding einfach in die Schrottkiste geworfen. Ich check mal ab, ob das vielleicht an den Komponenten liegen mag. Und der erste Test ist der CD-Player. Der öffnet sich schon mal prima. Schließt auch wunderbar. Liest die CD ein. Und dann gucken wir mal, ob der auch abspielt. Im Hintergrund ist halt immer dieses Brummen zu hören. Das ist definitiv defekt. Was das genau ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat einer von euch mal einen Tipp. Schreibt doch mal in die Kommentare, woran das liegen könnte. Also eingeschaltet und man hört nur ein Brummen über die Boxen. Da ist definitiv hinten beim Ausgang irgendwas kaputt. Ich teste mal mit Kopfhörern, ob die funktionieren und der Sound da in Ordnung ist. Ja, der Sound ist klasse. Da brummt gar nichts. Also der Kopfhörerausgang funktioniert 1A. So, der nächste Test, da ist ja auch ein Turntable. Das ist ja ein Turntable-Audiosystem. Ja, das Turntable, der Plattenspieler ist einfach dieses typische chinesische Standardmodell, was man immer wieder sieht. Aber wir hören mal, ob alles funktioniert, wie es soll. Ja, auch beim Plattenspieler astreiner Sound über die Kopfhörer. Und der Plattenspieler ist nicht die allereinfachste Variante. Es ist die mit Rückführung, also Autostopp. Na, das ist doch schon mal was. Ansonsten die Nadel, naja. Das ganze Ding ist eher so für nebenbei. Also für Audiophile ist das nix. Nächster Test, Bluetooth. Jo, da kommt eine Kopplung zustande. Beim Bluetooth handelt es sich um 2.1. Relativ einfach, funktioniert aber auch. Also alles in allem hat dieser Turntable, dieses Turntable-Audiosystem doch einiges an guten Features zu bieten. Jetzt geht mir das Gebrummer auf den Geist und jetzt wird der Stecker gezogen.
Kurze Zusammenfassung, also Bluetooth kann er. Er kann auch USB-Typ-A-Stecker lesen, das ist auch nicht schlecht. Aux-In hat er, Aux-Out, CDs, da liest er die normalen Audio-CDs, CD-RW, MP3 und WMA. Und wie ihr seht, Bluetooth 2.1 läuft auch prima. Ja, und ohne dass ich es geahnt habe, wurde hinter meinem Rücken die Uhr gestellt über Bluetooth. Auch nicht schlecht, hat sich also die aktuelle Uhrzeit über mein Handy gezogen. Tja, ob ich es hinkriege, dass diese 8 Ohm 10 Watt Boxen nicht brummen? Wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, wie man diesen kleinen Brummi reparieren kann, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was ihr denkt, woran es liegen könnte. Hinten kann man es ja auch aufschrauben. Wäre schön, wenn ich das Ding komplett hinbekomme, denn das ist für mich Nachhaltigkeit. Okay, das war das kurze Video über den MCD800 von Teac. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dem kleinen Film und ich sage bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Macht's gut, ciao!